Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Und zwar heute mit einer sündhaft süßen Versuchung de la Mexicano. Und zwar spielen wir nämlich die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ich würde sagen einfach zuckersüße Evelyn. Ja, mit diesen schönen Erdbeerspießern hier. Und der schönen Sahne drauf. Guck mal, sie hat sogar oben auf dem Kopf auch so Erdbeeren mit Schokolade drauf. Sahne hier. Richtig, richtig lecker. Ja, aktuell ist es so, dass ich super Giga auf Jungle bekomme. Deswegen muss ich gerade gucken, wenn ich im Jungle spiele. Also ich bekomme legit mehr Jungle, als dass ich Midlane bekomme. Ja, und mein Problem mit Evelyn ist immer, dass ich zu wenig ganke. Ich ganke zu wenig und deswegen werde ich jetzt eine neue Ära einleiten. Und zwar ist das die Ära der gankenden Piraten. Und zwar, also wir werden erstmal so einen Clear machen, sag ich mal. Das heißt, wir machen jetzt den Red Buff, Golems, Vögel und Blue Buff. Das ist der Clear, ne, da lasse ich mich auch nicht lumpen. Aber es kann sein, dass wir dazwischen mal ganken und ab da, also ich werde, glaube ich, Gromp und Wölfe werde ich nur ganz, ganz selten machen. Und ich werde versuchen, wirklich giga viel zu ganken, also wirklich auf giga viel Basis. So richtig schön giga viel ganken. Weil, ja, ich glaube, man könnte halt wirklich mehr. Wobei, der Jungle wird halt gebufft im nächsten. Eigentlich wird Ganken ein bisschen bestraft mit dem nächsten Patch, aber ich denke, man muss als guter Jungler. Ich meine, ich will nicht unbedingt ein guter Jungler werden, ja? Damit wir das kurz mal klären. Aber viele Jungler sind so, dass sie sagen: Hey, ja, keine Ahnung, ich mache jetzt mein Clear und dann gank ich top und dann gank ich mit und dann so. Die haben schon ihren Plan. Aber ich glaube, als guter Jungler muss man gucken: Okay, was passiert in der Mitte? Was passiert auf der Top-Lane? Dass man da gankt. Wo quasi nicht aktiv, sondern reaktiv. Man guckt, was geht ab auf den Lanes und dann gankt man entsprechend. Zum Beispiel Midlane pusht gerade gigahart rein. Aber wir müssen natürlich auch smart sein, denn eine Qiyana, also beziehungsweise eine Kassadin. Was kann Kassadin machen? Nichts. Gar nichts. Und wenn ich da jetzt ganke, dann verliere ich meinen Blue Buff potenziell. Oder sterbe am Blue Buff. Eins von beiden. Weil dann der Gegner natürlich weiß, okay, ey, der geht jetzt zum Blue Buff und da werde ich ihn töten. Ne, wir werden aber möglichst gucken, dass wir viel ganken und reaktiv ganken. Wir gucken die ganze Zeit auf die Map, also nur ein bisschen so. Hey, was geht ab, wo geht was ab? Die Gegner haben eine Kate im Jungle, ne, haben die nicht. Die Gegner haben eine Shyvana im Jungle. Können wir mal tauschen, zack. Wir müssen natürlich gucken, dass wir nicht zu viel Leben verlieren, aber zack, den haben wir. So, Top-Lane ganken können wir nicht. Wir können natürlich Counter ganken. Midlane wird nicht gegankt, könnten wir ganken. Ich glaube, wir nehmen, okay, shit. Wir können sie aber, das ist jetzt das Problem, wir können erstmal sie nach, oh, okay. Wir warden erstmal hier. So, wir müssen natürlich jetzt smart sein, denn Qiyana ist stärker als Kassadin. Ist sie. Wir haben aber einen Water. Vielleicht können wir ja einen Charming Q machen. Das heißt, wäre wichtig. Hier, Qiyana wäre easy. Zack, einmal reingelunzt und ein Flash bekommen und noch ein Flash bekommen. Und sie ist. Keine Ahnung, ob das ein Juke werden sollte, aber hier Q. Na, okay, passt. Perfekt. Smart gespielt, gut gespielt. Natürlich unser Toplaner ist auch ein Wacher. Na, die gegnerische Toplaner war einfach am Schlafen. Aber habe ich natürlich alles im Auge gehabt. Deswegen kann das machen. Schön. Okay, Leute. Dangerous. Okay, das hier vielleicht. Ah, okay, lol. Hä, die ist wirklich da noch. Okay, wahrscheinlich war hier noch ein Ward von Shyvana. Die ist wirklich da nochmal runtergekommen. Ist das ihr Ernst? Bisschen harsch, sage ich hier. Das größte Harsh-Problem ist, dass ich gerade. Jetzt, ich warte jetzt nicht hier 1000 Gold, Leute. Das mache ich nicht. So, wir kaufen uns einen Dark Shield. So, wir machen Golems, Vögel. Es ist okay. Bisher ist es okay. Klar, jetzt hat. Wobei beide haben einen Kill bekommen. Und ich denke, das ist. Ja, es ist für Kassadin besser. Ich glaube, es ist sogar für Qiyana besser, dass beide einen Kill bekommen haben. Aber. Ich denke, das ist fein. Botlane ist leider gestorben. Das ist gar nicht fein, weil Draven-Spieler sind meistens Spieler. Unser Kassadin heißt I'm close to kill myself. Ich fände, ohne Witz, es wäre so gigageil, wenn man sich in die Kameras von einigen Spielern hacken könnte. Also kann man, aber, ne, legal oder so. Und einfach mal sehen könnte, was das für Menschen sind. Jemand, der sich nennt, I'm close to kill myself, der muss das Spiel sehr, sehr ernst nehmen. Der muss schon wirklich, ne, also, es gibt manche Leute, die das Spiel ein bisschen zu ernst nehmen, wenn wir mal ehrlich drüber reden. So, wir machen jetzt diese beiden. Gucken, ob Taunty da ist. Im Fluss wahrscheinlich nicht mehr. Oh shit, in der Mitte ist ein Gank. Ja, gut, da. Ne, ich. Also, ne, jeder ist für sich selber sein Bäcker. Oder wie sagt man nochmal gleich? Jeder ist sein eigener Bugbäcker. So, gut, das heißt, wir können ein bisschen XP in der Mitte mitnehmen. Das machen wir natürlich. Und dann ganken wir irgendwo was. Ja, er pinkt jetzt, aber ich bleib wenigstens für die XP da. So.
Was können wir machen? Der Botlane Taunt ist weg. Top Lane. Wir sind reaktiver Ganker. Wir gehen Top Lane. Problem ist, er hat natürlich kein AP, aber er hat Teleport. Das heißt, er kann direkt wieder hochgehen. Komm. Wir machen hier einen Ward, damit wir sehen, was Sache ist. Müssen natürlich warten, bis er wieder oben ist. Aber ich denke, er wird direkt wieder teleportieren. Und wir prayen einfach mal drauf, dass hier kein Ward drin ist. Vielleicht läuft sie auch in uns rein und will jetzt warden. Ich könnte natürlich da jetzt hingehen, aber sie hat Level 6 gerade bekommen. Das ist natürlich das Problem. Ja, sie ist Level 6. Das heißt, sie kann mich... Und sie ist Akali. Das, genau das nenne ich. Oh, ja, komm. Ja. Es ist... Ja, also... ich meine, ich war 0-1. Jetzt hat er einen Kill bekommen. Also, es ist halt Akali, ne? Okay, ich meine, sie war Level 6. Ich war Level 4. Ja, also... wir machen mal die blaue Machete. Machete. So, jetzt müssen wir potenziell doch ein bisschen farmen, weil wir jetzt ein bisschen behind sind, glaube ich. Komm, Golems ist gleich wieder. Ich glaube nicht. Diesmal... Doch. Guck mal, wir können immer diese... Vielleicht halten wir... Vielleicht probieren wir das einfach aus. Golems, Vögel, Genken. Golems, Vögel, Genken. Golems, Vögel, Genken. Das ist das GVG-System. GVG-System ist offiziell anerkannt in allen anerkannten Staaten, die anerkannt sind. Very, very good. Frage ist... Ist das eigentlich verbuggt? Erst ist es gelb, dann geht es weg und dann kommen sie. Das ist auch harsch. Kassin ist leider... Nee, Kassin lebt. Dachte, Kassin wäre wieder tot. Wir bräuchten vielleicht Schuhe, damit wir mehr ganken können. Aber Shivan hat jetzt auch noch nicht so viel gemacht. Möchte ich kurz akzeptieren. Kann ich noch irgend den haben hier? Bitte nicht ich. Ich nehme nicht immer ich. Leute. Sie hat leider kein Mana mehr. Und jetzt hat sie Red Buff. Komm, wenn sie jetzt stirbt, er hat eine Q. Bitte, du hast eine Q. Kann sein, dass er stirbt. Oh Gott, no. Oh, die Q ist aber hinterher geflogen. Das nennt man Transitioning into Jungler's Buffing. Das heißt, dass unser Jungler jetzt... Midlaner's Buffing. Er ist jetzt quasi 2-1 und hat einen Red Buff. Der ist jetzt froh. Der ist ein froher Midlaner. Der will sich jetzt nicht mehr töten. How to create happy Midlaners. Das war quasi ein Happy Accident. Sehr, sehr schön. Da, guck mal, ein Happy Accident. Da, ne, ich bin 0-3, aber sehe ich traurig aus? Ich bin glücklich. Ein richtig schöner Accident. Irgendwie bin ich so ein... Ich habe das Gefühl, ich bin so ein Jungler, dass ich... Irgendwie ist eine meiner Fertigkeiten. Gebe dein Leben her, um einem Teammate einen Kill zu besorgen. Entferne eine Lebensmarke von dir und bringe einem Teammate einen Kill drauf. Oder so ähnlich. Hab das Gefühl, das ist so mein Scoreboard. Aber Leute, ich bin überhaupt nicht traurig. Überhaupt nicht. Kassadin, 2-1 ist Pock. Ich habe Ultimate, ich bin kein Geld wert. Ich bin aber actually, ich bin zwar 0-3, aber ich bin nicht gigaschwach. Nee, das sieht so aus. Das nennt man ebenfalls. Bitte nicht. Das nennt man ebenfalls. Eine falsche Tarnung ist das. Ich tarne mich als 0-3-Spieler, aber ich bin gar nicht 0-3. Wenn ich gleich irgendwo auftauche, dann mache ich Babidi Bam Bam Boom. Quasi. So, wir nehmen jetzt noch den Blue Buff mit und dann gehen wir wieder ganken. Wir pingen aber noch nicht mit Lane, weil sonst denkt der, ich komme da direkt. Aber nee, das ist ein guter Midlaner. Der weiß, dass ich da gleich komme. Gleich. So. Wir müssen nur Kassadin hochbringen. Wir warten hier, weil es könnte sein, dass hier irgendwo Vision ist oder irgendwas. Zack. So. Jetzt gehen wir mit Lane. Da. Wir laufen drauf zu, smiten sie, drücken alle Knöpfe und sie stirbt. Der gute Limos. Drückst du eine W. Drückst einen Smite, drückst eine Q, drückst das hier, machst so und kriegst einen Kill. Und jetzt kommen wir nämlich back, Leute. Jetzt gehen wir direkt Botlane, weil ich bin der fucking gankende Jungler. Oh, what is happening here? What is happening? Ich bin aber auch ein Turbo-Stalker, muss man dazu sagen. Ich stalke richtig Turbo durch hier. Shit, okay, ich wurde gespottet. Enemy spotted. Wir machen mal einen Wart hier. Wir müssen natürlich nicht overtriben. Jetzt wissen alle, hey, ich bin unten sehr dangerous. Aber Shyvana, Shaiwang geht hoch. Wir gehen runter. Ist eigentlich ein guter Plan. Da ist ein Control Ward möglicherweise drin, deswegen gehen wir über die Lane. Shyvana ist noch da. Hier wird super viel gepinkt. Können wir irgendwas machen? Wir warten erst, sodass die Gegner... Hey! Und jetzt gehen wir rein. Slippity! Slip! Komm schon! Ja! Nee, war kacke, war int. Gib ich zu, war int. War... Passiert. Das war ein unglücklicher Accident. Oh, sehr unglücklicher Accident. Das stimmt ja auch noch. So, schönes Oraka eh, aber sehr unglücklich. Komm! Nee, der hat keinen Damage. Der wird sterben. Er wird sterben. He will die. Very die. Und jetzt wird er möglicherweise Turbomad sein. Also auf der Turbomad-Skala 12. Tatsächlich. Aber wir müssen immer das Positive sehen. Wir haben unsere Ultimate noch. Ist das nicht geil?
Ich finde das geil. Vielleicht kann man hier unten noch was machen. Kassadin müsste gehen. Ich müsste allerdings von der Seite daran, von der Eisenseite. Ist ein bisschen greedy, Schmiedi. Da sind zu viele Minions auch. Da wird gepinkt. Ich dachte, Kassadin kommt. Der kommt ja gar nicht. Shit. Ich dachte, Kassadin kommt. Na gut, immerhin lebt der Turm noch. Kann man das so sagen? Kann man. Ja, gut. Das heißt, wir machen wieder Golems, Vögel, Genken. Golems, bisher, ja, wir sind 1-4, Leute, aber 1-4 ist auch nur eine Zahl. Unser Kassadin gankt aber auch nur... Also, ich gebe hier keine Schuld auf Kassadin, gar im keinsten Falle. Aber Kassadin ist halt voll der gute Roaming-Champ. Und bisher ist das überhaupt nicht der Fall. Ja, wir könnten Dragon... ganz ehrlich, dieser Dragon Call, das ist immer so... Wenn halt jemand Top-Lane ist, dann wird immer richtig schnell gecallt. Aber dieser Dragon Call ist kein guter Call. Also, ich würde das nicht machen. Naja, gut. Nicht auf meine Verantwortung. Wenn wir jetzt sterben, das ist Dragons Verantwortung. Also, ja, aber dadurch, dass ich ihn gesmited habe, ist es wiederum auch meine Verantwortung. Also, habe ich den Dragon auch secured. So, gehen wir nochmal Botlane? Oder ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist Midlane. Midlane ist the very best. Ich scheiß mal kurz auf Draven. Oh, hier war eine Shai Wang. Haben wir uns gekreuzt? Haben wir Schwerter gekreuzt? Kann sein. Ich würde, ganz ehrlich, ich würde kurz da Nein sagen und hier Ja sagen. Hier ist perfekt. Jetzt go. Go, Abfahrt. Abfahrtsmoment. B drauf, Smite drauf. Bisschen hinlaufen, mit Q drücken. Nochmal ein bisschen drücken. Und töten. Schön. Getting Kassadin into the game and win. And die at bot. Okay, Teleport von Kassadin. Wir gehen auch mit. Ich könnte jetzt hier auch pushen, aber wir gehen mal runter. Wir sind Ganker. Wir sind kein Plater. Ganker sind wir. Ich komme. Okay, Kassadin intet ein bisschen. Aber ich bin unterwegs. I'm under the way. Under the fucking way. So, wir machen hier. Wen nehmen wir? Wir nehmen die da. Immer schön hinter den. Und go. Was? Die hat wirklich... Was? Nee, ich akzeptiere diesen Schaden nicht. Diesen Schaden akzeptiere ich überhaupt nicht. Sie ist Level 8, ich bin Level 8. Warum? Ohne Witz, dieses Item, das ist so broken auf Caitlyn. Ich schwöre. Alter, ich bin 1,5. Aber dieses Item ist so... die hat legit 40% von mir weggeschossen. 50, 60, 70%. Und ich konnte wieder nicht ulten, weil Nautilus mich jedes Mal fucking festnagelt am Boden. Na, er ist jetzt ein bisschen mad, aber ich bin smart. Deswegen drücken wir einfach so. Ey, Leute, das akzeptiere ich nicht. Wir warten im Schwur. Ich muss schneller laufen. Ich muss schneller laufen. Vor allem, mein ganzer Damage ist auch überhaupt nicht durchgekommen auf Kate, weil der Nautilus mich, glaube ich, gehuckt hat oder irgendwas ist passiert. Na gut, aber Kassadin ist 4-1. Das habe ich gemacht, Leute. Das ist mein Verdienst. Ich habe Kassadin dick gemacht. Das möchte ich kurz, dass das akzeptiert wird. Ja, so. Magic Pen ist da. Schön. Schön. Richtig schön. Mordekaiser ist ein bisschen am Ende, wird jetzt wahrscheinlich mad werden, aber ich sag euch eins, ich gebe euch Siegel auf Garantie drauf. Ich werde in dieses Game zurückkommen. Mit dem GVG-System werde ich wieder in dieses Game zurückkommen und geile Stats machen und das Game carryen. Mit meinem Namen. Name drauf. Aber ohne Witz, Stormrays of Kate, so broken. So broken. Full broken. Hallo, mach doch mal. Ah, ja, hier. Lässt du wohl meine Golems in Ruhe? Okay, ich bin tot. Okay, wir sind alle tot. Okay, ich bin raus. Nee, was? Ich, Leute, nee. Also, ich akzeptiere das nicht. Ja, er stirbt. Das ist gut. Das ist gut. Bisher sieht es sehr schwierig aus. Aber Kassadin ist 5-1. Das ist eigentlich... Der muss das carryen. Ich habe meine Verantwortung, ich habe meine Buffs, ich habe alles in den Reihen gescaled. Also, der muss das ab Level 16 quasi... Wir müssen bis Level 16 kommen, dann ist das ein Freerun. Guck mal, ich bin 1,6, Leute. Da bin ich... Sieht so jemand... Bin ich mad? Also, der Caitlyn-Damage, der macht mich ein bisschen mad. Lass ehrlich sein. Aber überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Okay, das war unser Kassadin. Nee, das war das Wacker. Ja, der Schaden ist auf jeden Fall very fair. Aber ich bin da. Nice. Getty, 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 Spaghetti. Hier ist uns mal... Okay, kein Smite. Ah, okay. Zwei Kills für mich. Zwei Kills. Das ist das Comeback. Ich komme zurück. Mordekaiser. Ja, ne. Der ist ein bisschen da oben. Ist okay. So, was kaufen wir, um zurückzukommen? Lichbane, Rabadons. Lichbane, Rabadons. Lichbane, Rabadons. Lichbane, Rabadons. Das muss richtig kugeln hier. Rabadons. Das muss richtig reinprügeln.
Hier drücken wir auf Nein. Wie viel CD haben wir? 15. Ja, da wäre Lich Man halt schon cool, weil es 10% gibt, ne? 30. Ist nicht geil. Akzeptiere ich. Nehme ich an. Aber es gibt so viele Leute, die so mad sind und die flamen und die weinen. Ich nicht. Ich sehe einfach, wer behind ist, wer ganz unten ist, kann nicht tiefer fallen. Wer ganz unten ist, kann aber umso weiter nach oben ins Licht hinaufsteigen. Journey to the Light quasi. The Great Epic Journey to the Light. The Great Epic and Brave Journey to the Light. So, Taunty wäre mal cool. Ist das eine voll, guck mal, voll AP-Scheibang. Das heißt, die wird nachher voll AP-mäßig weggeone-shottet werden. So, hier ein Ward hin. Da ist ein Control-Ward, aber der ist weg bis dahin, oder? Ja. So, wir haben auch Ultimate. Oben macht Akali Stress, da gehen wir jetzt direkt hin. Müssen allerdings aufpassen, weil... Oh, Mordekaiser hat sie geklaut, weil wir gesehen wurden. Deswegen bin ich... Okay, Dragon kommt, allerdings jetzt ist die Frage. Okay, die wurde geklatscht. Kann sein, dass Shai Wang hier oben jetzt auftaucht, weil ich wollte ja auch hier hingehen. Kann sein, deswegen bleiben wir mal kurz auf Abruf. Allerdings ist... Ne, Shai Wang ist auch nur Level 9. Ich bin nicht so underleveled, Leute. Ne, ich bin 3-7, aber ich bin nicht schlecht. Also, ja, ne, Auslegungssache und so, aber... So, wir können ja nochmal Midlane ganken. Ich gank nochmal Midlane. Midlane war bisher immer sehr erfolgreich. Oh, die Shai Wang will bestimmt Drachen machen. Hier, perfekt. W drauf, Smite drauf und Abfahrt. Later. Guck mal, ich bin einfach Midlane. Ohne Witz, Midlane habe ich so hart reingegankt. Klar, Erddrache wollte ich eh nicht haben. Scheiß Drache. Erddrache, scheiß... schlecht. Erstmal potenziell. Wir müssen hier dran vorbeisneaken. Da eine W drauf auf Kate. Ja, da gehen wir direkt raus. Da habe ich gar keinen Bock. Nochmal gewonnen zu werden, da bin ich raus. Aber schöner, guter Fight. Schön und gut. Er war schön und gut. The long journey, Leute. 3-7. Jetzt fehlt noch die 7 vorne. So, jetzt werden wir nochmal wieder Vögels machen, Golems machen. Gehen ja mittlerweile auch ganz flott durch. Ne, aber jetzt mal wirklich. Es gibt so viele Leute, die immer sagen, boah, nee, können wir nicht gewinnen. Guck mal, 370304. Ihr müsst nur wissen, was Sache ist. Kassadin, selbst wenn der jetzt 07 wäre. Im Late Game ist Kassadin wie Cheaten. Ist wirklich so. Kassadin ist Cheaten. Merkt euch bitte. Na shit, ich hätte warten sollen, bis sie springt. Fuck das Game. Wobei, im Endeffekt wäre Kassadin dabei gestorben, vielleicht sogar. Vielleicht ist es sogar besser so. Aber er geht nochmal rein. Ja, guck mal hier. Er cheatet schon. Okay. Ja, Leute. Leute. Zuckerblärt. Hier machen wir mal ein Ward darüber. Zack. Guck mal, da ist nämlich schon Action ganz viel. Wir machen mein 2640er. 640er. Kann ich den... Wollen wir gar nicht smiten. Zack. Auge mitgenommen. Auge genommen. Ultimate ist gleich ready. Wir können auch wieder Shobbe machen. Es ist auch gerade Akali tot. Also ist es jetzt klug, das Auge hier zu droppen oder nicht? Ich habe keine Ultimate. Vielleicht ist es klug, vielleicht aber auch nähert. Ja, Abfahrt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht hier, sagt mir wo und wann. Oh, ich habe ihn ge... das war schon wieder knapp. Ja, weiß nicht, der geilste Herald. Ich wollte auch erst nicht. Ich wollte gar... Ich wollte nicht. Das ist nicht mein Herald. Den habe ich nicht gespawnt. Who spawns this Herald? Me not. Nicht zu verwechseln mit Minas Tirith. So, wir töten gleich... Ich glaube, wir töten gleich hier, wer da rauskommt. Oder? Nee. Ja, vielleicht. Ja. Ah, shit. Aber die können wir immer noch töten. Was? Wirklich, Mayonnaise? Wirklich. Ich meine, wirklich. Wirklich. Na hier. Er macht Eve. Ich mach den. Zack. Straight und smart-headed. Ja, also, Leute. Oh, es ist. Ich meine, ja, ich habe 8 Tode, aber. Hier 8 Tode, da 8 Kills. Das ist 1 und 1. So. Ah. Außerdem haben wir Gathering Storm, Leute. Was will man mehr als Gathering Storm? Akali wird auch bald werfen. Draven wird irgendwann in seinem Leben noch einen Kill machen. Er hat halt ein Item. Okay, so viel habe ich jetzt auch nicht.
Scheiße, ey. Dass die Kiana da überlebt hat, ey. Was für Aftershock überhaupt? Wer spielt denn bitte Aftershock, Kiana? Leute, hier unten bräuchte ich einen Medic auf jeden Fall. Einen ganz dringenden Medic bräuchte ich. Eigentlich muss ich das da machen, aber... So, ich hab sie gecharmt. Jetzt bitte mach sie, bevor sie mich macht. Oder mach sie, bevor sie dich macht. Oder so. Stimmt das Ding nicht? Schön, dann gehen wir jetzt Midlane machen. Vielleicht sollten wir eben Golems machen, weil ich kann nicht... Das ist das GVG-System. Ich muss eben die Golems machen. Das gehört dazu, weil so haben wir auch immer so eine Garantie, dass wir ein bisschen XP kriegen. Wir sind Level 11. Wir haben ein bisschen gegankt, klar. Ich meine, wir haben 8 Assists, Leute. 8 Assists sind 8 Assists. Das kann niemand sagen, dass es nicht 8 Assists sind. So, Golems haben wir. Red Buff nehmen wir natürlich mit. Wir könnten auch... Rabadons wäre natürlich very geil, wenn wir den gleich mal hätten. So, Vögel haben wir jetzt auch eingesammelt. Und jetzt können wir rüber... wieder ganken gehen. Ultimate ist ready. Das passt genau. Ist alles abstudiert. Jetzt ganken wir hier. Das Problem ist, da kommt gerade Chai Wang oder irgendwer war das. Von rechts. Ah, guck mal hier. Schön. Ja, schade. Wir machen einen Punkt ins Charm rein, weil wir ein bisschen saugen. Okay, sie hat Bock auf mich. Da gehen wir mal kurz raus. Leider. Bitte kein Feuerball. Da kommt kein Feuerball. Ah! Ja, Leute. Aber guck mal, warum? Das ist dumm, was sie macht. Sie geht all in, um mich zu töten und wird jetzt gekillt. Gebe einen Tod... Also nehm einen Tod und gib diesen Kill an Kassadin. Ist einfach meine Spezialfähigkeit. Ist wie so eine Karte in Hearthstone oder Runeterra. Gib einem Teammate plus 1-1. So, Rabadons ist da. Schön. Schön. Ich bin glücklich. Barry. Ja. Darauf erstmal ein Wassi. Draven ist tot. 1-10 Botlane, 3-9 Jungle. Toplane ist okay, der war aber mal 0-3. Ja, wir nehmen jetzt ausnahmsweise mal, es gibt ja immer Ausnahmen. Wobei, Golems spawnen. Nee, dann lass uns zu Golems gehen. Sieht eigentlich auch voll cool aus, dass diese Erdbeeren so rot leuchten. Na, sieht so fast so ein bisschen aus wie, ohne Witz, es sieht so ein bisschen aus wie so Dämonenaugen oder wie so ein Gesicht oben. So mit ganz viel Fantasie, finde ich schon. So, Golems spawnen. Allerdings ist Akali gerade da und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir haben jetzt Rabadons. Wir machen jetzt actually Schaden. Ein bisschen. Vor allem jedes Item, was wir jetzt oben drauf legen, kommt halt richtig AP bei rum. Wir müssen jetzt natürlich erstmal noch Vögel machen und gucken, dass wir die Drachen securen. Wir haben aber zwei, das ist cool. So, neue Vögel, Leute. Da unten ist Akali. Hallo? Danke. So, und jetzt gehen wir wieder ganken. Ich meine, mittlerweile könnte man jetzt auch full clearen, weil jetzt ist nicht mehr so die ganze Zeit ganken, ganken, ganken ist jetzt nicht mehr. Ne? Also man könnte jetzt auch überleiten, transition, quasi hier so ein paar Wölfe und so einen Quatsch machen. Das geht schon. Ne? Aber, da, also ich glaube, mein wichtigstes Ziel ist Kate. Die hat allerdings eine USS. Und eine Sakali, könnte ich catchen, aber ich glaube, ich bleibe lieber hier beim Team. Wow! Leute, ich laufe gerade durch euch alle durch. Mit einem Torpedo. War ein bisschen unglücklich. Guter Flash. Wobei, da war auch eine Qiang drin. Ja, aber ich meine, ob sie jetzt 05 oder 06 steht, das macht den Braten nicht fett. Ja, was machen wir? Ich glaube, ich würde sagen, wir droppen das Ding. Vor allem, weil die alle low sind. Ahem. Frage ist, ob die jetzt Baroon 5 machen. Könnte halt sein. Kann ich den klauen? Wenn ich diesen Baroon klauen würde, könnte, wäre das halt, es könnte halt sein, dass da, ohne Witz, das ist so eine krasse Trap, wenn da jetzt einer drin steht. Okay. Was wäre, wenn ich den jetzt einfach klauen würde? Wie viel macht mein Smite? Da hätte ich jetzt mein Wort gebraucht. 1000, 7000. Aber die haben mich gesehen, aber das macht denen auch ein bisschen Angst, tatsächlich. Schade, Marmelade. Aber ich habe Chai Wang gekillt. Schadio Mamuladio. Kann der noch was töten? Komm, mach Pentakill. Oh, er hat sein Ding nicht getroffen, sein Ult. Aber Penta. Ultra Penta, Mega Penta, Giga Penta. Gebe dein Leben und gebe, das ist dann meine aufgebesserte Passive, wenn ich quasi auflevel, 4 Kills an einen deiner Mates.
Oder drei. Oder alle. Oder keine Ahnung. So. Wir gehen jetzt auf Lich Spain. Zack. Schön. Kassin ist halt wirklich erst noch nicht mal Level 16, Leute. Bruder. Das wird richtig unfair gleich. Bruder. Bruder. Ich meine, deren Team. Lass uns kurz drüber reden. Akali suckt im Late. Shyvana AP. Klar, sie kann einen Feuerball und der macht mega Damage. Aber das ist alles. Mehr kann eine AP Shyvana. Wirklich nicht. Suckt also. Qiyana suckt im Late. Naudo ist ganz nett, aber ist jetzt auch nicht so, dass er der größte Trittbrettfahrer der Welt ist oder so. Caitlyn ist very, very, aber... Ja, so gegen Kassadin auch actually gut, weil Kassadin geht rein, Stundenglas und dann trappt runter, zack, Kassadin tot. Aber wenn Kassadin sie vorher tötet, ja, dann geht's. Stirb. Danke. So, Golems, Red Buff. Sollen wir Draven Red Buff geben? Weiß ich nicht. Hm. Also wenn er ihn will, ja, ansonsten würde ich es einfach nehmen fürs Geld und für XP, so. Ja, ich lass ihm das. Er ist zwar null, du musst auch mal, ne, hier so einen kleinen Draven so ein Körnchen hinwerfen. Einfach, gib ihm das. So, was können wir machen? Wie sieht's aus? Bluba 4 für Kassadin. Dragon wäre cool. Wäre richtig cool. Vor allem für Kassadin. What the fuck? Airdrake ist ja komplett broken für Kassadin, oder? Dann kann er eine Sekunde ulten oder so. Vor allem. Aber wobei, ich glaube, die Cloud-Seele hat einen Cooldown, oder? Weil das wäre ja Giga-Broken sonst. Okay, Leute, das sieht schlecht aus. Hätte ich jetzt erstmal gesagt. Okay, ich habe mich nützlich gemacht und habe jemanden getötet. Deren Jongleur. Jetzt machen wir uns erstmal wieder unsichtbar. Wäre da... Kassadin lebt auch noch. Ich gehe mal bei Kassadin vorbei. Wenn da jetzt jemand kommt. Komm schon! Nein, so grande! Grandissimo! Oh, die machen unsere Botlane. Aber ich hole, glaube ich, trotzdem den Drake, oder? Ist das Quatsch? Ich glaube, ich mache trotzdem Drake, oder? Ist das Quatsch? Ja, der Inhib ist so oder so weg. Lass mal Drake machen. Die werden jetzt wohl nicht beenden. Soraka kann das ja wohl deffen, oder? Ich meine, Kassadin könnte das mal deffen. So, okay, Abfahrt. Wir können ein bisschen Movement Speed kaufen. Ich könnte auch den Interrupteur machen. Entweder ich interruptiere jetzt jemanden. Ich glaube, Shyvana kann ich actually one-shotten. Wenn ich Ult hätte. Vielleicht können wir sie einfach wie so ein Turbo-Stalker richtig lange stalken. Okay, also sie könnte da drin sein, weiß ich nicht. Will ich gar nicht rausfinden. Sie könnte auch hier, okay. Ich dachte eigentlich, dass sie mir unten entgegenkommen, aber sind sie nicht, dann... Schlafende Drachen soll man nicht wecken, Leute. So, sollen wir uns Lich Bane? Vielleicht sparen wir uns auch Lich Bane eben direkt zusammen. Könnten wir auch machen. 2-3-50 ist das nämlich. 2-1-50 sogar nur. Guck mal, das ist doch gar nicht... Also ist ein bisschen, aber nicht zu viel. Wir müssen eigentlich nur nonstop bei Kassadin in der Nähe sein, weil die Gegner wollen Kassadin catchen. Und wenn ich bei Kassadin in der Nähe bin, dann, ne, zu zweit können wir locker 4 töten oder 5 oder alle oder Gegner oder, ne? Gegen Kate muss ich halt... Ich meine, ich kann sie charmen, damit sie ihre QSS benutzt. So, was machen wir? In der Mitte ist einiges los. Akalis Toplane, so hat auch so, sie hat sogar... Oh, ja. Hier bin ich. Hier, gute Ultimate, muss man sagen. Muss man akzeptieren. Later, ich hab was gemacht. Woo! Au. War das... Ich hab Charm drauf, aber... Lebt Kassadin noch? Nö. Ja, Leute, okay, nee, da bin ich raus. Nee, da brauchst du mich auch nicht pingen. Was soll ich da machen, ganz ehrlich? Akali macht 12 Milliarden Damage. Die hat nicht mal Items. Ist, also ihr Damage ist schon ein bisschen harsch. Sie hat null Items, macht einfach den Prügel-Damage des Jahrhunderts. Ich meine, okay, Draven ist Level 14, aber er wird einfach one-shotted out of his life, Leute. So, wir machen mal eben, es ist ja nichts auf der Map. Wir machen mal eben Lichbären fertig. Kassadin hat 17 Kills, Alter. Krasser Dean. Ich bin aber nicht der Schlechteste. Ich bin der Zweitschlechteste. Also, nee, Drittschlechteste. Also, Viert... Also, nee, stopp. Also, stopp. Nee, der Zweitbeste. Der Drittbeste bin ich. Also, der Viertschlechteste. Nee, also, der Zweitschlechteste. Der... Keine Ahnung. Der Erstschlechteste ist Draven. Dann kommt Soraka. Also, bin ich der Drittschlechteste.
So, was ist mit der Kali? Die hat doch jetzt keine Ult mehr, oder? Können wir die nicht einfach töten? Nee, das ist Quatsch. Also alleine diese Aussage macht gar keinen Sinn. Kann sein, dass sie über die Wand hier drüber springt. Sie könnte mich eventuell killen, deswegen ulten wir direkt. Schön, wir haben sie einfach getötet. So, sehr gut. Lichbären haben wir. Wir machen sogar... Wir machen Schaden, Leute. Ob ihr das glauben wollt oder nicht. Wir machen Schaden. Wir haben 600 AP. Wie viel hat Gassadin? Gassadin hat 470. Okay, er hat ein Stundenglas. Aber ich habe mehr AP als Gassadin, Leute. Er hat 17 Kills. Ich bin nicht so schwach, wie ihr alle denkt. So, wir brauchen Golems. Die sind ganz wichtig in meinem Machtwirtschaftsplan. Und, Level 16 wäre cool. Was beides quasi... Oh, Baron ist scheiße. Nach Baron, oder? Ne, machen die nicht. Dann nehme ich noch fixen Golem. Vielleicht gibt der... Level 16 wäre halt gigageil. Wirklich gigageil. Komm, gib. Gib doch! Danke, 16. So, jetzt schnell Abfahrt. Ich komme. Die machen keinen Baron. Sehr gut. Bin unterwegs. Ich bin irgendwie auch voll langsam irgendwie. Ich weiß nicht. Leute. Ich komme aber genau passend, glaube ich. Genau. Ich komme genau passend zum Baron. Für den Taunties. Ja, Leute, aber ne, Kassadin ist jetzt halt full cheating Gameplay, also. Ich muss aber auch sagen, ich finde das Game tatsächlich gutes Smite. Positiv von meinem Team ein bisschen überrascht. Ein bisschen. Weil eigentlich wurde generell klar, ich muss hier ein bisschen muten, aber es war nicht giga schlimm, möchte ich sagen. Es gibt schon deutlich schlimmere. Ich hatte gestern ein Game, da war ich richtig, wir hätten locker gewinnen können, aber. Weiß nicht, ob ich sie noch getroffen habe oder ich glaube, sie ist weggeäht. Oder habe ich? Ich weiß es nicht. Muss aber auch super scared sein bei ihr. Ich hatte gestern ein Game, wir waren voll gut dabei und die unser ADK verliert einfach die Nerven. Stand 7-7, verliert die Nerven und geht AFK. Und da frage ich mich dann manchmal so, Leute. So, ich habe leider kein Smite. Wir können den aber actually so schnell kaputt machen, dass die Gegner gar nicht wissen, was ihnen geschieht. So, jetzt will ich mal eben noch kurz ein bisschen Damage kaufen. Jetzt brauchen wir, was brauchen wir denn? Ich würde sagen, ich hoffe, mein Team stirbt gerade. Ich würde eben ganz kurz was kaufen. Hier, wie wäre es mit einem Turbo Blaster? Guck mal, Furia. Akali kann man halt sagen, was man will, aber im Late Game ist Akali, finde ich, nicht so giga. Also, Akali kann im Late Game giga krass carryen, aber es ist schwer, finde ich. Weil, ja, ich weiß nicht, man muss irgendwie, man muss schon sich richtig ins Zeug legen, um im Late Game mit Akali, also es kommt echt immer drauf an. Wenn du jetzt so 21-2 stehst, so wie der Kassadin, klar, dann brauchst du actually nichts machen, aber immer wenn ich mit Akali im Late Game war, dann war mein Team so kacke, dass wir trotzdem Giga-Schwierigkeiten hatten zu beenden. Oh, die Kate macht so einen gigantonischen Giganto-Damage. So, ich will jetzt jemanden töten. Hier, wie wär's mit ihr? Fuckung Gemede! Oh Gott, wir haben uns gegenseitig, aber Kassadin ist noch da, sehr gut. Kassadin! Und eine Caitlyn Edin! Juhu! Quadrupla Uccisione! Mittlerweile ist meine Pässe. Guck, wir stehen 7-10, das ist gar nicht mehr so ultra kacke. Klar, wir blätten aus, dass er 25 Kills hat, aber. Ich meine, deswegen wird Kassadin aber auch. Ich bin tot. Pentakill! Ich hätte legit den jetzt gekillt. Also, ich hätte versucht, sie zu killen, weil ich habe das gar nicht gesehen. Ohne Witz, er wäre AFK gegangen, der Typ. Der wäre richtig close to kill myself gewesen. Ja, aber hier sieht man einfach, warum Kassadin gerade permanent gebannt wird und genervt wird. Ich hoffe, dass nochmal 5 Movement Speed runtergenommen werden, weil so geht es ja gar nicht hier. Ja, also man kann sagen, dass ich sehr hart gecarried habe. Und ich würde sagen, damit belassen wir das auch einfach, oder? Schön! Ja, Leute, man muss nicht immer killen. Manchmal muss man einfach smart bleiben. Und glücklich. Denn das sind alles glückliche Accidents. Mit der Journey to Light, mit dem Golem-Vögel-Gang-System. Danke fürs Zusehen. Wir können mal kurz gucken, was hier so geht. Wo ist meine Cam?
So, wir honoren schon ihn, würde ich sagen. Plus 19 ist nicht geil, aber ich meine, für so einen harten Carry, es ist okay. Ihn reporten wir, weil er mich angeflamed hat. So ein bisschen. Da bin ich ein bisschen sensibel. Und er, naja, bei ihm ist es okay. Ja, auf Wiedersehen. Dankeschön und tschüss.